rote Barracks liegen hier rum. Irgendwo muss doch noch das bisschen Knack liegen, was ich noch brauche, ey. Das kannst du jetzt nicht sein, oder doch? Vielleicht liegt das da, wo ich da noch hin muss. Bei diesen... Da, wo die Talisman-Informationen auch sind. Le Zombie. Hallo. Ich könnte ja einfach mal die Minen benutzen. Haben die Minen doch mal funktioniert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Habt ihr das auch mal gesehen, wie so eine Mine richtig angewendet wird, ja? Hallo, Zombie. Mann, wie diese scheiß Minen einfach mal ewig brauchen, bis sie auslösen, ey. Ohne Witz. Hallo, kommst du mal wieder? Du Affenkopf. Warte mal. Machen wir das mal so. Jawohl, sauber. So, jetzt lag da ja noch eine Mine. Wo zum Deibel habe ich die denn jetzt hingeworfen? Die liegt da, ne? Hm, ja, ganz toll. Na, ganz toll. Na, ist egal. Muss ich da überhaupt hin? Kann ich die nicht mit einem Pfeil irgendwie kaputt machen? Moment. Da möchte ich nämlich doch gerne auch nochmal hingucken. Oh, fast. Okay, gut. Wenigstens das geht. Wenn auch sonst nichts funktioniert, das hat wenigstens mal funktioniert. Was ist hier? Hier kann ich auch noch hoch. Da ist doch auch noch irgendwas oben. Moment. Auch das finden wir direkt raus. Ach, das hätte ich gar nicht machen müssen. Da ist eine Leiter. Naja, okay. Eine Rolle? Gendarm Thule ist ein Taugenichts. Bei jedem Stromausfall muss ich ihn an den Ohren aus dem Wirtshaus schleifen, damit er die Wartungszelle für die Stromversorgung der Marktstraße aufschließt. Wenn er nicht der Neffe des alten Barons wäre, hätte man ihn schon vor Monaten entlassen. Ja. Ist mir egal. Ich brauche Knete, Leute. Ich brauche doch einfach nur Knete. Ich brauche doch einfach nur Knete. Kann diese blöde Schriftrolle nicht aus Gold sein? Kann ich da nicht hoch? Nee. Ich weiß, eigentlich ist es sinnlos, die Seilpfeile wieder mitzunehmen. Im Prinzip haben wir das Level ja eigentlich schon fast geschafft, kann man sagen. Und am Ende des Levels habe ich die dann, behalte ich die ja eh nicht. Also die sind ja dann eh weg. Hier war ich schon. Von daher ist es relativ sinnlos, hier überhaupt irgendwas wieder mitzunehmen. Von den Dingen, die man... Deshalb verschieße ich hier auch gerade das ganze Weihwasser und so, wenn ich einen Zombie sehe. Weil im Endeffekt habe ich nichts davon, wenn ich es aufhebe. Und ihr habt mehr gesehen, wenn ich es einsetze. Also ihr habt dann mal platzende Zombieköpfe gesehen und sowas. Und das habe ich mir sagen lassen, kommt bei YouTube ja relativ gut an. Platzende Köpfe und Zombies und solche Sachen. Oh, auch wieder so ein Bug. Habt ihr das gesehen, dass das so raufgeslidet irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das sagen, wie man das beschreiben soll. Ich gehe nochmal hier hoch. Ja, aber jetzt wird es langsam eng hier mit Knack. Ich glaube, jetzt habe ich hier in der oberen Etage, nenne ich es jetzt mal, habe ich jetzt, glaube ich, alles leergeräumt. Jetzt kann nur noch in diesen Höhlen, diesen Gängen, kann jetzt höchstens noch was liegen. Da möchte ich aber nicht hingehen, habe ich keinen Bock drauf. Das muss nicht sein. Ich finde das hier alles sehr gechillt hier oben, an der Oberfläche. Hier höre ich wieder Zombies. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass ich hier noch nicht war. Tach. So, jetzt haben wir keine Blitzbomben mehr. Heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt vorsichtiger sein muss. Ich muss einfach nur entweder das Weihwasser benutzen oder den Typen einfach ausweichen.
Also jetzt bin ich mir fast sicher, habe ich fast alle Zombies. Oder ich glaube, also ich würde sagen, das ist jetzt 90% gegnerfrei, das Level. Würde ich jetzt mal sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wo jetzt hier noch Zombies sein sollten. Jetzt habe ich mich verbuggt. Boah. Meine Fresse, gerade für einen kurzen Moment habe ich mich verbuggt hier an der Stelle. Schon wieder? Was ist das denn hier? Ah ne, hier war ich schon. Hier habe ich angefangen, ne? Ja, schad. Hier gibt es wieder so ein Krabbenwesen. Das Vieh könnte ich einfach mal platt machen, gucken, ob da unten irgendwas Wertvolles liegt. Oder einfach allgemein mal gucken, ob da unten irgendwas Wertvolles liegt. Ach man, nein. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt dahin zu diesem... Moment, das möchte ich jetzt doch nochmal kurz... Ja, das hat sogar geklappt. Unglaublich. Grab oder was ist das hier? Ah, da hinten ist eine Truhe. Nein! Hallo? Dachte, jetzt kommt der hier nicht mehr raus, ey. Das wär's ja jetzt gewesen. Ach man. Ach man. Seilfall, komm. Mit dem Seilfall geht das viel, viel einfacher alles. Da hinten sind nämlich noch Truhen. Da ist bestimmt was drin. Das holen wir uns noch. Das holen wir uns jetzt noch. Ja, Blitzbomben. Hier ist aber jetzt... Also wenn jetzt hier nichts Wertvolles drin ist, dann weiß ich auch nicht. Dann ist hier, ja, eine Mine. Unglaublich. Ich bin begeistert. Wirklich. Bin sowas von begeistert. Ja. Gerrit, bitte, mach doch nicht solche Sachen schon wieder. Ja, Moment, jetzt muss ich wieder den richtigen Weg finden. Eieieiei, das wird jetzt wieder ein Spaß, Freunde. Das wird ein Spaß. Genau, nee, hier lang, genau. Hier lang und... Moment, war ich hier schon drin? Ja, hier war ich schon drin. Ah, da musste ich mal ganz kurz meine Kopfhörer ein bisschen lockern irgendwie. Geht's mir gerade ein bisschen auf die Ohren. Boah, ich habe schon wieder Desorientierung hoch 10, ey, wirklich. Oh nee, das hat doch alles schon mal so gut geklappt, dass ich... Ich habe doch die Wege alle schon gefunden. Ich bin da überall schon gewesen. Verdammte Scheiße, wo ist denn das jetzt alles wieder? Ach, Mann. Ich muss zu dieser einen Brücke, aber wo ist die denn jetzt wieder? Ach, diese Orientierung. Das ist echt so schwer in diesem Spiel, weil alles irgendwie gleich aussieht. Ich weiß auch nicht. Weil alles immer irgendwie gleich aussieht. Nee, hier nicht, oder? Ach, warte mal, da ist zu. Da können wir spaßenshalber nochmal reingucken. Oh, wie immer wieder abgeschlossen ist. Wie sie wirklich alle, jeder Einzelne, ihr verdammtes Haus während der Flucht noch abgeschlossen haben. Das ist eigentlich ein bisschen übertrieben, finde ich das. So, wenn jetzt hier nichts ist. Ja, oh nein, hier komme ich doch her. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ich bin wieder mal einmal einfach nur im Kreis gelaufen. Warum kann man hier hoch? Das irgendeinen Sinn hier? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Gehen wir wieder runter, bevor wir uns hier noch was brechen, wenn wir runterfallen. Ja, ja, ja. Moment. Hier geht's hoch, ne? Hier hoch. Und ich glaube, hier lang jetzt. Und jetzt, Moment, Moment. Hier lang, nee. Hier lang. Oder? Nee, ich glaube, da hinten lang.
Hier ist der Burrick und da ist dieses komische... Ja, genau. Nee. Hier hinten lang. Dann... Hier lang. Gott, ist das verwirrend, oder? Also mal ganz ehrlich, das ist doch total verwirrend. Nee, Moment, jetzt gehe ich wieder zum Anfang. Oh, ist das verwirrend? Ist das verwirrend? War das nicht hier rum? Ich nicht hier durch und dann da lang. Ach, guck mal, hier geht's auch. Nee. Moment. Oh nee, nein, ich laufe schon wieder zum Anfang zurück. Mein Gott, jetzt kriegt mich das Level. Also das ist ja unglaublich. Jetzt kriegt's mich. Man darf echt nicht so viel Zeit zwischen den Episoden lassen, wenn man spielt, sonst kann man sich an den ganzen Kram nicht mehr erinnern. Das ist echt. Das ist ganz böse. Das ist ganz... Hier hoch vielleicht? Nee. Oh Gott! Wie kann ich denn jetzt hier so versagen, bitte? Moment, ich weiß, dass ich von da gekommen bin. Mein Gott, wo muss ich denn jetzt lang? Links oder rechts? Eigentlich ja rechts. Nein. Hä? Oh Gott. Moment, ich habe mich doch hier versteckt, das eine Mal, weil ich dachte, da kommt ein Geist. Dann bin ich da trotzdem lang gegangen. Und zwar so. So, und dann bin ich doch, glaube ich... Hier war ich auch lang gekommen, als ich hier hingelaufen bin, an diese komische Nische. Dann bin ich nach hier und dann hier. Hier bin ich durchgekommen, glaube ich. Da oben ist ein Raum, guck mal. War ich bestimmt auch schon. Kann ich hier hoch? Das möchte ich jetzt gerade nochmal probieren. Huch, was ist das? Gibt's hier was? Nee,